Schönen guten Nachmittag nochmal. Stavroula Panagiotaki mein Name, aber vor allem Mitu Sanyal rechts neben mir. Ich bin sehr, sehr froh, dass du heute kommen konntest. Ich stelle dich kurz, ganz kurz vor, bevor wir dann zu einem Vortrag von dir kommen und uns im Anschluss nochmal unterhalten und dann nochmal zu euch, zum Publikum öffnen. Mitu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin, Journalistin, Autorin, du hast Englische und Deutschliteratur studiert und arbeitest jetzt eigentlich, also man kann schönerweise überall von dir sehr viele Texte lesen, also sowohl in Tageszeitungen, im Radio kann man Texte von oder auch mit dir Interviews, Features hören und du hast zwei Bücher veröffentlicht, mehrere, aber zwei, die sehr bekannt sind. Genau, die anderen sind nicht beachtet worden. Also du hast die Veröffentlichung von deiner Diss, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts und dann hast du noch, das ging ja auch groß durch die Presse, Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens veröffentlicht. Genau. Semikolon. Und jetzt erzähle ich was. Dann fange ich einfach mal an. Also ich habe die Aufgabe gehabt, dass ich sowohl etwas über Empowerment berichten soll, als halt auch den Theaterbetrieb mit anderen Kunstformen, mit anderen irgendwie Berufsfeldern zu vergleichen, um halt zu gucken, was können wir daraus lernen, wo läuft es besser, wo läuft es schlechter und was können wir mit diesen Erfahrungen machen. Ich habe immer ein ganz kleines Problem mit Empowerment, weil das ja immer so ein bisschen wie aus diesem amerikanischen Leaning in, wenn wir es nur besser machen, dann läuft es auch alles viel besser für uns. Also es liegt sozusagen an uns, wenn wir nur selbstbewusster sind, dann ist die Welt eine andere. Trotzdem gibt es dazu aber ganz viel und ganz viel Sinnvolles ja auch zu sagen halt. Ja, dann ist die Welt eine andere. Wir müssen nur Wonder Woman werden. Ich würde gerne mit einer Anekdote anfangen, denn ich habe am 28. Oktober, das ist erst ein paar Tage her, eine E-Mail bekommen von der Aktion Arbeitsunrecht mit dem Betreff gesucht Verkäuferinnen und Piloten für Interviews und Presseanfragen. Es ging halt um Arbeitsdiskriminierung. Dann habe ich denen zurückgeschrieben, ja hallo, ich finde Ihre Arbeit sehr, sehr wichtig, aber wenn Sie Verkäuferin, das war mit so einem Sternchen geschrieben, schon gendern, dann machen Sie das doch bitte auch mit den Piloten. Herzliche Grüße, Mitu Sanyal. Daraufhin schrieb mir Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht, liebe Frau Mitu. Mitu ist nicht mein Nachname, egal. Liebe Frau Mitu, was passiert eigentlich Schlimmes, wenn wir nicht alles hyperkorrekt durchgendern? Tatsächlich behandeln wir diese Problematik eher bewusst lax, um keinen zwanghaften Eindruck zu erwecken, aber auch um zu signalisieren, dass wir das Grundproblem schon erkannt haben und ernst nehmen. Wir wären übrigens sehr an Kontakt zu Pilotinnen interessiert, gerade weil sie eine Ausnahme sind. Wenn sie uns da weiterhelfen könnten, wären wir dankbar. Also habe ich Elmar zurückgeschrieben. Liebe Frau Elmar, es passiert nichts Schlimmes, wenn wir nicht hyperkorrekt gendern. Was ist denn hyperkorrekt? Meinen Sie vielleicht einfach korrekt? Aber auch da passiert nichts Schlimmes. Es ist aber interessant, dass Sie das bewusst eher lax handhaben, um keinen zwanghaften Eindruck zu erwecken. Ich kann Ihnen versichern, wenn Sie Menschen korrekt gendern, macht es überhaupt keinen zwanghaften Eindruck. Im Gegensatz scheint es mir schon fast zwanghaft, das extra immer nicht zu machen, nach dem Motto, oh, jetzt habe ich schon Verkäuferinnen gesagt, jetzt muss ich auf jeden Fall Pilot sagen, sonst wirkt es zwanghaft. Aber das meinen Sie mit Sicherheit nicht, so kann Sprache einen Eindruck erwecken, der gar nicht beabsichtigt ist. So, ich kann Ihnen übrigens auch versichern, dass der Punkt B, ne, dass irgendwie Sie das Problem schon erkannt haben, bei mir überhaupt nicht angekommen ist. Schön zu hören, dass es doch so ist. Ich habe dann aber keine Antwort mehr bekommen. Warum ist es wichtig? Weil ja immer gesagt wird, ah, schon wieder über Sprache, lass uns doch mal über die Arbeitswelt reden, nicht immer nur, wie gendern wir richtig und so weiter. Das Problem gerade bei den Pilotinnen ist halt ganz interessant, weil seit 90 Jahren ungefähr, ein bisschen länger irgendwie, können Frauen Flugzeuge steuern. Die erste Pilotin war Marga von Etzdorf. Trotzdem werden Pilotinnen aber immer noch gefragt, ob man noch eine Cola bekommen kann. Ja, also die werden eindeutig immer mit den Stewardessen verwechselt, weil irgendwie Frau im Flugzeug kann ja nur fürs Catering zuständig sein. So, oder wenn die dann an fremden Flughäfen landen, dann fragt der Fluglotse sehr gerne, das ist der Klassiker, are you a madam, sir? Also, ne, funktioniert nicht, geht nicht, ist eine kognitive Dissonanz. Nur und ständig gibt es Umfragen mit so charmanten Fragen wie, fühlen Sie sich sicher, wenn Sie mit einer Pilotin fliegen?
So. Und wenn es darum geht, Berufe zu wählen, dann spielt der Bereich der Imagination. Also, ich hätte ja auch noch so, ich habe eine Internetsuche Pilotin gemacht. Und Pilotin, ne? Das waren die Ergebnisse, die dabei rauskamen. Irgendwann kamen dann auch Pilotinnen. Also es geht, Sekunde. Aber erstmal, also auch wenn es zwei sind, es sind immer noch Männer. Oder auch wenn man sich Icons anguckt, ne? Also dieses, welche unterschiedlichen Berufe gibt es? Das ist ja auch gegendert, ne? Also der Arzt, die Servierkraft irgendwie, ganz eindeutig zugeordnet. Das macht etwas mit uns. Das macht nicht nur etwas mit uns, sonst hätten wir es ja nicht geschafft, die Berufsbereiche zu verändern, ne? Sonst würden ja Frauen, die die Sprache sagt, mir kann ich nicht sein, werde ich niemals machen. Aber es macht etwas zum Beispiel damit, dass es nach wie vor vier Berufsfelder gibt, in denen Frauen, also junge Frauen irgendwie arbeiten wollen. Deshalb gibt es ja auch immer wieder diese ganzen Girls Days, und das ist Arzthelferin, Friseurin, Hotelfachfrau und Bürofachfrau. Und dann gibt es immer die Girls Days, die sagen, was machen wir denn jetzt? Wo setzen wir da an? Eine Sache, wo ich es schon mal toll fände anzusetzen, wäre bei den Beratungen beim Arbeitsamt. Das ist immer noch, dass sogar die Gleichstellungsbeauftragten im Arbeitsamt, da hatte ich mal ein Interview in Düsseldorf gemacht, in der Agentur für Arbeit in Düsseldorf, Gabriele Lange, sagte dann, ja, also sie versucht natürlich schon nach Neigung und Eignung zu vermitteln, aber auch ein realistisches Bild zu geben. Also man sagt ja, im Handwerk gibt es Bereiche, da werden Auszubildende gesucht, aber denken Sie dran, wenn da junge Frauen sitzen, dass sie dann vielleicht nicht ganz einfach später in Teilzeitbeschäftigung gehen können, wenn sie mal in die Familienphase einsteigen wollen. Das heißt, die Gleichstellungsbeauftragte sagt schon, da müssen Sie aber vorsichtig sein, in welche Richtungen es geht. Und das ist realistisch. Also das ist halt irgendwie der Realität geschuldet. Es ist aber trotzdem natürlich sehr, sehr deprimierend. Sah aber mal anders aus, zum Beispiel in der DDR. Das ist eine Frau aus der DDR, die eine gute Karriere in Deutschland gemacht hat. Da war nämlich zum Beispiel der Anteil von Studentinnen, wenn wir uns jetzt mal die traditionellen Männerberufe angucken, also naturwissenschaftliche Fächer und sowas an den Unis, waren Viertel. Versus in Westdeutschland 5%. Ne? Ist ja Wahnsinn. 2 Jahre nach dem Mauerfall waren es im Osten auch 5%. Woran lag das? Nicht an der Werbung, nicht an der Sprache, sondern es lag halt daran, dass sie gesagt haben, naja, wir haben ja überhaupt keine Arbeitschance damit. Also ganz viel irgendwie Frauen ergreifen andere Berufe, wenn sich ihre Lebensrealität verändert. Das heißt, über alles, was wir hier reden, das ist ganz, ganz wichtig, aber wir müssen gleichzeitig Lebensrealitäten mitbedenken und mitverändern. Und ich finde trotzdem, und da möchte ich jetzt gerne zurück zum Empowerment kommen, natürlich ist Empowerment aber trotzdem ganz, ganz wichtig. Denn genau, alles geht. Man kann sogar, ich glaube nicht an, ich glaube nicht, dass man wirklich ins All fliegen kann. Ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie. Egal, irgendwie, und es ist mir auch egal, ob auch Frauen ins All fliegen. Aber bei ganz vielen Berufswahlen, also das, und das ist zum Beispiel etwas, was sich auf mein Leben ausgewirkt hat, dass der Beruf, den ich jetzt mache, war nicht der Beruf, für den ich studiert habe. Also ich bin nicht zur Uni gegangen, habe gesagt, ich möchte mal Journalistin werden, ich möchte mal Autorin werden, weil das war für mich ein Berufsziel wie Astronautin zu werden. Während für die Männer, die ich kannte, also für die jungen Männer, die ich kannte, war es ein ehrgeiziges Berufsziel, aber es war eben schon machbar. Ne? Also es war irgendwie ein toller Beruf, da muss man auch Energie reinstecken, aber es ist nicht absolut fiktiv, es ist nicht jenseits unserer Vorstellungsmöglichkeiten. Und da hat sich etwas verändert und das ist auch etwas, was wir im Blick behalten müssen. Als ich angefangen habe zu studieren und jetzt, also meine Studierenden sind an ganz vielen Punkten so viel beeindruckender, als wir das damals waren. Also unsere Arbeit hat sich auch ganz massiv gelohnt. Es ist nicht so dieses, es bewegt sich nicht, es bewegt sich, doch, es bewegt sich ganz viel. Wir würden gerne nur noch viel mehr bewegen, weil sich ja gleichzeitig die Wirtschaft auch bewegt hat, aber in eine andere Richtung. Das sind ja so die gleichzeitigen und gegensätzlichen Bewegungen. Warum ich Empowerment wichtig finde, ist, weil das Gehirn nur durch positive Beispiele lernt. Also wenn ich jetzt hier heute alle Formen von Diskriminierung aufzähle, die sind ja wichtig, damit man daran arbeiten kann, dann kommt beim Gehirn an, ach, als Frau ist es echt hart, da habe ich überhaupt keine Chance, ich sollte es besser gar nicht erst probieren. Wir brauchen also Erfolgsgeschichten. Das ist ganz wichtig. Deshalb habe ich echt mal probiert, weil wir eben noch über Intersektionalität geredet haben,
Und das halt wirklich etwas ist, wo mein Herz unglaublich dran hängt. Wenn wir über gleiche Rechte oder gleiche Beteiligung sprechen, dann geht es natürlich nicht nur um Gender. Gender ist ein Aspekt in diesem ganzen Puzzle. Ein wichtiger Aspekt, aber einfach nicht der einzige. Und da müssen wir uns andere intersektionelle irgendwie Diskriminierungsformen mit anschauen. Und irgendwie, wenn wir zum Beispiel das Theater zu einem diverseren Ort machen wollen, dann reicht es nicht, wenn wir, weiß ich nicht, 30%, 40%, 50% weiße Frauen damit reinkriegen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Also ich will da überhaupt nichts gegen sagen. Aber auch dann haben wir nur einen Teil der Bevölkerung abgebildet. Und das sind ja immer die Ansprüche an uns, ne? Also wir wollen, also ne, was will Kunst? Kunst will ja relevant und gesellschaftsrelevant sein. Sonst bräuchten wir es ja nicht zu machen. Also ich meine, also es gibt Leute, die machen irgendwie Kunst für die Kunst. Da, ich gehöre nicht zu dieser Sparte. Ich habe versucht tatsächlich ein paar Formen rauszusuchen, die ich sehr erfolgreich fand. Angefangen mit Mentorinnenprogrammen, die halt wirklich total erfolgreich sind, weil uns ja immer gesagt wird, du bist die Ausnahme. Also ne, Frauenförderung beginnt auch bei Frauen. Also auch wir müssen Frauen fördern, weil uns gesagt wird, du bist die Ausnahme. Deshalb, wenn du es geschafft hast, musst du aber dafür sorgen, dass keine anderen Frauen hinter dir nachkommen, sonst ist dein Alleinstellungsmerkmal ja weg. Ist total gemein. Also, das heißt irgendwie, und ich habe extrem positive Erfahrungen, ich habe ein paar negative Erfahrungen auch damit gemacht. Aber grundsätzlich, wenn wir Frauen fördern, helfen die uns später auch nochmal. Es ist eben nicht so, ich hole Frauen mit rein und damit irgendwie katapultiere ich mich wieder raus, was die Botschaften sind, mit denen ich aufgewachsen bin. Also Mentoren-Programme sind sehr, sehr sinnvoll. Ich weiß, die erste feministische Regel, als ich angefangen habe, irgendwie feministisches Bewusstsein zu entwickeln, war die erste feministische Regel, wenn du in eine Gruppe reinkommst, nimm Augenkontakt mit anderen Frauen auf. Ist total banal, war aber damals nicht so. Und wenn es irgendwie einen Sprachbeitrag von einer anderen Frau gibt, bezieh dich darauf und nick dazu, weil wir gelernt haben, dass wir uns auf die Männer in der Gruppe beziehen sollen. Und dann sauer auf die Männer waren, dass wir gedacht haben, an die Männer denken, was sie sagen, ist so unglaublich wichtig. Aber es ist ein System und wir sind ja Teil des Systems. Wir sind ja nicht außerhalb des Systems und die Männer bestimmen das System, sondern wir können das System mit verändern. So, indem wir uns, und es war irre, wie das die Welt verändert hat. Wie gesagt, es klappt nicht immer und nicht alle irgendwie machen mit und irgendwie, ich habe mich auch selten so betrogen gefühlt wie von anderen Frauen, aber trotzdem, unterm Strich ist es wirklich so, ich habe unglaublich viel Solidarität und Unterstützung von anderen Frauen erlebt und sie auch versucht weiterzugeben. Genauso, wenn es um Besetzung von Podien geht, versuche ich das, also natürlich versuche ich nicht irgendwie mit dem, ich besetze ein Podium nicht nach Hautfarbe, Geschlecht und so weiter. Aber ich versuche, es ganz klar mitzubedenken. Irgendwie gäbe es nicht vielleicht noch eine tolle Person, die, weiß ich nicht, irgendwie ein weiteres Geschlecht einbringen würde, all das mitzubedenken. Und das ist, sobald man das einmal macht, geht es auch wirklich in Fleisch und Blut über. Und es gibt unglaublich viele. Das ist ja die andere Sache. Es ist ja wirklich, wie wir unseren Blick verändern. Dann ist das andere Zusammenarbeit. Es ist wirklich, es gibt andere Konfliktstrukturen. Nicht komplett, ne? Also nicht irgendwie Frauen haben eine andere Konfliktstruktur qua Gender als Männer. Nein, aber wir lernen andere Formen in Konflikte hineinzugehen. Im Journalismus, der ist ja relativ frauendominiert, hat mir ein Kollege mal gesagt, der ist dann in eine Redaktion gekommen und meinte, für ihn war das verblüffend, dass dem die Kollegin, wenn es ein Problem gegeben hat, nicht direkt gesagt haben, was sie unangenehm fanden, sondern dass sich so Konflikte immer so lange weitergetragen haben, es irgendwie rausgekommen ist. Ich kenne es umgekehrt, dass mir Kolleginnen gesagt haben, dass sie mit so harten Ankack-Situationen nicht gut klarkommen. Also alles hat Vor- und Nachteile. Aber dass wir für diese unterschiedlichen Konfliktstrukturen brauchen wir auch Rüstzeug, um das zu lernen. Ne? Und dann wird halt irgendwie ganz, ganz schnell gesagt, ja, die Frauen sind ja nicht konfliktfähig und dann gibt es die Schutenbissigkeit und was ja Quatsch ist. Ne? Also damit ist meine Mutter aufgewachsen. Irgendwie Frauen können nicht mit Frauen zusammen, es geht gar nicht. So, Mama, du bist Sekretärin, alle deine Kolleginnen sind Frauen. Ja, aber Frauen können nicht mit Frauen zusammen. Hallo? Ich habe ganz viele Bilder dazu mitgebracht gehabt. Frauen können mit Frauen zusammenarbeiten, geht. Das heißt, wir brauchen dazu ein Rüstzeug und es kann auch bei solchen Sachen manchmal helfen, sich wirklich Expertise von außen einzuladen. Also sowas auch wie, weiß ich nicht, ich sage immer gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg, danach jemanden, der das gut macht. Also normalerweise lernen wir gewaltfreie Kommunikation ist, wir müssen Ich-Botschaften senden. Das heißt, ich sende so eine Ich-Botschaft wie,
Ich glaube, du bist ein Arschloch. Nee, das ist keine Ich-Botschaft. Nein, nein, das ist ein Missverständnis. Gewaltfreie Kommunikation heißt auch nicht, dass wir alle immer einer Meinung sind, sondern dass wir tatsächlich sagen, wo stehen wir? Und dann gucken, wie können wir etwas Gemeinsames finden. Und das ist verdammt schwierig. Und das ist tatsächlich etwas, was wir geschlechtsspezifisch unterschiedlich lernen. Wir lernen als Frauen, überhaupt nicht rauszufinden, wo stehen wir, uns auch überhaupt nicht klar ausdrücken zu können. Das ist für Zusammenarbeit nicht unbedingt hilfreich. Und dass wir aber gleichzeitig in einer Gesellschaft lernen, in der leben, in der wir lernen, je weniger, also je mehr wir abgeben, je weniger wir das befolgen, was uns selber wichtig ist, desto bessere Menschen sind wir. Ne? Die meisten Kompromisse machen, sind die netteren Menschen. Nein, nicht unbedingt. Da kann ich auch noch mal auf meine Mutter verweisen. Ich liebe meine Mutter sehr. Aber es ist mit Leuten, die ein Opfer sind, zusammenzuleben, ist nicht einfacher als mit Menschen, die dich dominieren. Es ist irgendwie, es sind beides unterschiedliche Formen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, The Future is Female, wo ich halt immer denke, ich hoffe, die Zukunft ist menschlich und nicht nur weiblich, aber egal. The Future is Female heißt es und irgendwie im Vorwort stand, wir möchten alle Mädchen zu Anführerinnen in der Geschlechterbewegung machen. Und ich will nicht, dass wir alle Anführerinnen sind. Auch das sind falsche Vorbilder sozusagen. Ich will, dass Menschen Kooperation lernen können und aber auch sich unterschiedlich Raum geben lernen können, was ja auch ganz schwierig ist. Es gab eben ganz viel zur Förderung, deshalb überspringe ich da, aber ich will so viel sagen. Was einer der Bereiche ist, aus dem wir mit am meisten lernen können, ist tatsächlich der Bereich, also weil es da ganz viele Parallelen gibt, ist tatsächlich der Bereich der Politik. Die Politik ist einer der Bereiche, wo es, also wie im Theater, also es ist alles besser geworden. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Frauen durften überhaupt nicht im Theater auf der Bühne sein. Ne? Ganz banale Dinge. Ne? Also Schauspielerin, wie Frauenrollen können von Frauen gespielt werden. Das geht doch gar nicht. Ne? Also die können doch nicht überzeugend ermitteln, dass sie Frauen sein können. All diese Dinge. Genauso war das so mit dem aktiven Wahlrecht für Frauen. Deutschland 1928, 100 Jahre jetzt. Und passives Wahlrecht hatten sie vorher theoretisch auch schon, de facto wurden sie nicht gewählt, ging es tatsächlich so, dass rasant 10% Frauen in den Bundestag eingezogen sind. 10%. 1987 ist die 10%-Grenze zum ersten Mal, ne? 1987 zum ersten Mal überschritten worden. Da gab es noch einen Faschismus zwischen und so, also darf man alles nicht vergessen. Aber damit das Recht da ist, das ist noch nicht, also wir müssen immer überlegen, wir müssen den Bereich der Rechte, wir müssen den Bereich der Narrative, also was können wir uns vorstellen, und den Bereich der Wirtschaft. Wir müssen das sozusagen zu dritt zusammen denken und wir müssen auf allen diesen Bereichen anfangen zu arbeiten. Wir haben in Deutschland ganz viel, die deutsche Frauenbewegung hat ganz viel auf den Bereich der Rechte gesetzt. Unglaublich wichtiges Feld, um Voraussetzungen zu schaffen. Jetzt gucken wir uns den Bereich der Narrative an. Geld ist immer so ein bisschen irgendwie Frauen und Geld ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube, wir müssen uns den Bereich der Ökonomie ganz, ganz dringend angucken, um Dinge auch nachhaltig verändern zu können. Ich rede heute ganz hier trotzdem nach wie vor über Narrative. Wie gesagt, 1998 bis 2005 lag der Anteil von Frauen im Bundestag bei 42,8%. Erfolg. Ne? Jetzt sind wir, und dann gab es eine Bundeskanzlerin, alles war gut. In Anführungszeichen, und dann ging es aber zurück. Wir sind jetzt wieder bei ungefähr 30%. Und das ist etwas, was wir uns niemals vorstellen konnten. Wir dachten immer, Fortschritt geht linear nach vorne. Es wird immer besser, wenn auch langsam, aber es wird immer besser. Nein, es kann auch zurückgehen. Und das ist etwas, dass wir uns auch überlegt haben, woran liegt das? Also wir haben ja ganz viele Instrumente erst seit kurzem. Also der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung gibt es erst seit 2011. Also wir haben auch immer so ein bisschen das Gefühl, warum geht es sich vorwärts? Ja, wir haben aber auch ganz vieles nicht. Und die Gemeinsamkeiten, und das ist halt ganz spannend, also eine der Gemeinsamkeiten, das ist in den ganzen Künsten so und das ist aber auch im Politikbereich so, wir machen das ja alles, weil wir die Arbeit so lieben. Ne? Wir machen die Arbeit nicht, weil wir irgendwie einen Beruf machen wollen oder so, sondern wir machen die Arbeit, weil wir sie lieben, und Liebe wird ja eigentlich nicht bezahlt. Und das ist ein ganz großes, das ist tatsächlich ein geschlechterspezifisches Problem, weil wenn du eine Arbeit liebst, kannst du ja auch nicht Forderungen stellen, wie irgendwie, ich hätte gerne mehr Geld oder so, weil du machst es ja aus Liebe, du machst es, das ist ja schon dein Gehalt. Und das sind tatsächlich kognitive Dissonanzen, die sich daraus ergeben. Man kann Dinge machen, weil man sie liebt und muss trotzdem die Miete bezahlen. Also mein Vermieter liebt seine Wohnung auch und stellt sie mir trotzdem nicht umsonst zur Verfügung und so weiter und so weiter. Aber das wird nicht zusammengedacht ganz häufig. Die andere Sache ist, wenn man sich die freie Szene und irgendwie die Staatstheater anguckt oder wenn man sich die freien
Politikbereiche anguckt, wie, weiß ich nicht, Antifa, Bürgerinitiativen, Demonstrationen und so weiter, versus dem Bundestag, dann ist es so, dass in den ganzen freien, also nicht institutionalisierten Politikbereichen, ist es relativ paritätisch besetzt. Da gibt es das Problem nicht. Wie auch, wenn man sich die freie Szene anguckt, die ist auch verdammt paritätisch besetzt. Was macht also die institutionalisierten Bereiche zu einem so viel schwierigeren Bereich für Frauen, die da hinkommen? Und das hat offensichtlich also weniger damit zu tun, dass wir das nicht wollen, dass wir eigentlich eher so im Privaten irgendwie wirken wollen. Nein, 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 anscheinend muss es ja an diesen institutionalisierten Bereichen selber liegen. Und da gibt es relativ viele Sachen, da gab es eben schon ganz viel zu Kinderbetreuung, was ja nicht daran liegt, dass irgendwie die Kinder an den Frauen festgewachsen sind, also sie sind nur 9 Monate wirklich Teil des Leibes, danach sind die schon draußen, aber es ist halt tatsächlich nach wie vor ein traditioneller Frauenbereich, weil der Alltag so aussieht und weil die Gesellschaft so strukturiert ist, und zwar nicht, weil die Frauen so sind und weil die Männer so sind, auch für Männer ist es in unserer Gesellschaft extrem schwierig, sich um Kinder zu kümmern, also ne, dass die Arbeitgeber irgendwie, also dass das Recht für Männer irgendwie Elternzeit zu nehmen und so weiter ist viel, viel schwieriger ausgestaltet. Wir gucken halt immer so ein bisschen aus, als würden die das aus schlechtem Charakter machen. Dann ist ein strukturelle, also es gibt mit Sicherheit auch Einzelne, die das aus schlechtem Charakter oder aus Ängsten oder was auch immer machen, aber wir müssen über Strukturen reden, wenn wir nicht Leuten sagen, du persönlich, das liegt halt an dir, dass du nicht selbstbewusst genug bist oder dass du nicht irgendwie, dass du kein guter Mensch bist und dass du deshalb zu wenig oder zu viel Zeit mit deinem Kind verbringst. Und das ist immer so erleichternd, einfach auch zurückzutreten, zu sagen, ja, es gibt Strukturen und es gibt meine Bewegungsfreiheit innerhalb der Strukturen. Also ich bin nicht den Strukturen eins zu eins ausgeliefert, aber bestimmte Dinge, die in meinem Leben schwierig sind, liegen auch nicht daran, dass ich jetzt nicht aus dem Stand fliegen kann. So, und also Sachen wie irgendwie... Hätte ich euch alle zeigen wollen. Es gab ja vor kurzem in Erfurt den wirklich irgendwie erschreckenden Fall, wo dann Martin Hänfling irgendwie von den Grünen irgendwie aus dem Landtag in Erfurt gehen musste bei so einer Abstimmung, weil sie halt mit Kind also da reingegangen ist. Und nee, für Kinder dürfen den dabei nicht betreten, den Landtag. Und da musste sie gehen und konnte nicht mit abstimmen. Also so, oder so Sachen wie irgendwie, dass halt Kinderbetreuung irgendwie im Bundestag ist immer noch einmal die Woche von 17 bis 21 Uhr. Ist total schön, ist gut, dass wir es jetzt machen, aber ja, so und dann, wenn man sich mal anguckt, irgendwie, und ich versuche nicht so viel auf Kinderbetreuung, weil es gab das ja eben schon relativ lange, der Anteil von Frauen ohne Kindern im Bundestag ist im Verhältnis zu den Frauen mit Kindern geringer als irgendwie oder vergleichbar mit dem Anteil der Männer mit Kindern zu denen ohne Kinder. Also es ist tatsächlich die Frage für Frauen in der Politik, irgendwie Politik oder Familie, ist immer noch eine relativ zentrale. Und das ist sehr übertragbar auf andere Bereiche und das ist erschreckend daran. Das heißt, Quoten verändern etwas und zwar erfolgreich die Rekrutierungsmuster, aber sie verändern nicht die tradierte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Und auch daran müssen wir was machen. Genauso, das waren eben auch ganz wichtige Punkte. Mietbremse ist ein ganz wichtiges Instrument, um eine größere irgendwie Diversität in ganz viele Bereiche hineinzubekommen. Weil das, also, und darüber müssen wir gleichzeitig mitreden. Bedingungsloses Grundeinkommen ist auch etwas, was irgendwie interessanterweise irgendwie zu einer viel, viel größeren Arbeitsgerechtigkeit und auch Geschlechtergerechtigkeit führen wird, gleichzeitig. Und das ist aber, und deshalb ist dieser Vergleich mit der, also Quote, ich gehe jetzt auch nicht auf die Quote im Detail, das kennt ihr alle, ne? Also die Argumente für und gegen die Quote und dass es ja auch unterschiedliche Quoten gibt, ne? Also es ist einfach nur ganz banal Quoten gibt, die sich darauf beziehen, sie müssen aber, mal, weiß nicht, 30% Frauen auch einfach zum Bewerbungsgespräch einladen. Hurra, Überraschung, Überraschung. Dass Quoten ja ganz viel damit zu tun haben, dass wir Menschen einstellen, die uns ähnlich sind. Das geht bis zu Details der Augenfarbe. Aus guten Gründen, weil wir denken, die machen die Arbeit genauso gut wie wir. Das heißt, ja, nein, also das heißt aber, dass eine Selbstverpflichtung, ach, wir wollen diverser werden, ist nahezu nicht zu gewährleisten. Also das haben wir in der Wirtschaft gemerkt, 10 Jahre Selbstverpflichtung hat keinen Unterschied gebracht. Quoten bringen einen Unterschied, nicht weil diese Menschen dann besser sind, nicht mal weil diese, wenn es mehr Frauen sind, eine Frauenpolitik machen oder irgendwie oder netter zu anderen Frauen sind, sondern weil wir alle mit unterschiedlichen Brillen reinkommen. Das heißt, wir
werden für eine größere Diversität sorgen. Das ist alles. Ne? Also es wird irgendwie werden keine besseren Menschen dadurch, aber es wird durchmischter und überraschenderweise, und das können wir uns an den ganzen skandinavischen Ländern angucken, es tut der Wirtschaft gut. Durchmischung tut der Wirtschaft gut. Deshalb ist die Quote in skandinavischen Ländern kein Thema mehr. Die finden die super. Warum es uns gerade in der Politik und in der Kunst so ein großes Problem stellt, ist, dass wir das Gefühl haben, wir sind demokratisch legitimiert. Ne? Also wenn über die Hälfte der Wahlberechtigten weiblich ist, aber nur ein Drittel irgendwie der Menschen im Parlament, dann haben wir ein Problem, dann haben wir ein demokratisches Problem. Genauso, wenn irgendwie die Leute, die Kunst machen, nur aus einer ganz bestimmten Sparte kommen, dann haben wir ein Problem, für wen wird hier Kunst gemacht? Was ist das für eine Kunst? Und können wir Kunst dann überhaupt fördern? Ne? Also, weil, wieso sollten wir Kunst fördern, wenn wir Kunst für eine bestimmte Klasse zum Beispiel fördern oder für ein bestimmtes Geschlecht? Also ist es unsere Aufgabe, für eine Diversität zu sorgen. Also es ist tatsächlich eine gesellschaftliche und eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Und auch noch ein letztes Wort zur Quote. Ich finde, die Quote muss übrigens in beide Richtungen gehen. Ich bin nicht nur für eine Quote für Frauen, ich finde auch, dass eine Quote für die traditionellen Frauenberufe, auch da müsste es eine Quote für Männer geben. Denn das ist die andere Sache. Wir lernen also im Moment ist sogar umgekehrt, irgendwie wegen dem Generalverdacht, haben Eltern ja Angst, irgendwie, dass Kindergärtner, Erzieher, die Kinder jetzt beim Wickeln befummeln und so und sagen dann irgendwie, wickelt die Kinder nicht, weil die Kindergärtner total dankbar dafür sind, dass sie jetzt immer die Windeln wechseln müssen. Das ist ein toller Job. Oder gleichzeitig, dass Kindergärtner bitte auch nicht mit den Kindern kuscheln sollen und so weiter. Das heißt, die haben A, weniger männliche Rollenmodelle, weil die Kindergärtner unter dem Generalverdacht wirklich, also irgendwie viele auch den Beruf nicht weiter machen. Also es ist irgendwie, da gibt es auch Untersuchungen drüber. Und die Kinder lernen aber, Nähe, Zärtlichkeit, Wärme kriege ich von Frauen. Während irgendwie sowas wie Bolzen, das mache ich mit Männern. Das sind falsche Bilder, die wir aus bestem Wissen und Gewissen ihnen mitgeben. Und das ist die andere Sache, dass die Geschlechterbilder, die wir haben, sich gleichzeitig auf die Arbeitswelt auswirken. Denn, und das ist meine Definition von Patriarchat, Patriarchat bedeutet für mich, dass Arbeit, Leistung von Frauen weniger wertgeschätzt wird, aber Leben von Männern, also Leben und Gefühle und so weiter von Männern. Und dass wir sozusagen beide, also alle Geschlechter, beide ist ja irgendwie so sehr binär, dass alle Geschlechter etwas dadurch gewinnen können. Ist das das Zeichen, dass ich aufhören muss? Okay. Alle Geschlechter etwas dadurch gewinnen können. Und was will ich alles unbedingt noch sagen? Ich überspringe ganz vieles, weil ich will, dass wir noch zusammen sprechen können. Wenn wir über Nachwuchs reden, und das ist tatsächlich diese von Kindergärten auf Gärtnereien. Egal. Wenn wir über Nachwuchs reden, und das, also wir sind ja heute, es geht um Führungspositionen, das ist wichtig, und ich werde immer wieder gefragt, ja, zum Beispiel auch im Literaturbereich, jetzt gehen die ganzen irgendwie Literaturpreise häufig, irgendwie erschreckend häufig an Männer, sollen wir vielleicht, sage jetzt der Ingeborg-Bachmann-Preis, geht es die nächsten 10 Jahre mal nur an Frauen. Wo ich denke, das ist ein interessantes Experiment, kann man gerne machen, habe ich jetzt nichts gegen, aber es bewegt mich nicht ungeheuerlich. Es ist nicht, wo mein politischer Elan drin steckt. Und das liegt daran, dass dann nur die 10 Frauen, die es in dem System, wie es im Moment sowieso schon ist, die darin sowieso schon erfolgreich sind, dass auch diese Preise bekommen können. Das heißt, was mich interessiert, ist tatsächlich, dass wir bei den Einstiegsjobs anfangen, bei der Nachwuchsförderung, dass, wie gesagt, Führungspositionen sind richtig und wichtig, weil sie sich auch darauf auswirken, ne, wen möchte ich als meine Nachfolgerin haben und so weiter. Also das will ich überhaupt nicht klein machen. Aber dass es ganz, ganz wichtig ist, bei der Nachwuchsförderung anzufangen. Auch bei sowas wie zu reflektieren, irgendwie, also ne, jetzt um mal Beispiel Theater zu bleiben, welche Rollen gibt es ganz, ganz, ganz lange. Und da war das Theater irgendwie so ein bisschen wie die Literaturwelt irgendwie. Dann gab es eine Rolle für eine Frau und ganz viele Rollen für Männer. Ne? Es gab so die Prinzessin. Und dann gab es irgendwie so, dann gab es viele interessante, diverse Männerrollen. Genauso wie in Romanen. Und das war ein Problem, also sowohl für das Publikum, weil irgendwie, wenn ich da als Frau drin saß, ich identifiziere mich ja und welche Optionen habe ich. Aber auch irgendwie, wer kann die machen? Inzwischen sind wir einen Schritt weiter. Wer darf welche Rollen spielen? Darf eine Cis-Frau irgendwie wie Scarlett Johansson eine Trans-Frau spielen? Sind interessante Fragen. Ich würde sagen ja, aber nur,
wenn mehr Transfrauen in sonsten Rollen spielen können, was ja nicht der Fall ist. Umgekehrt, irgendwie dürfen nicht weiße Schauspieler, Schauspielerinnen, also irgendwie, wer war es, irgendwie Sherlock Holmes, wie heißt der? Sherlock Holmes, irgendwie, ihr wisst, wie er heißt. Dominic Cumberbatch, genau, er, irgendwie, einer meiner Lieblingsschauspieler, aber er durfte Mowgli im Dschungelbuch spielen, wo ich irgendwie wirklich irgendwie entsetzt war. Ich dachte, was darf doch endlich mal ein indischer Schauspieler diese Rolle spielen? Wäre überhaupt kein Problem, wenn wir sozusagen als People of Color nicht irgendwie warten müssten, dass da steht, oh, ein arabischer Drogendealer, das bin ich, das ist die Rolle für mich. Oder irgendwie, weiß ich nicht, Opfer von Ehrenmord, das bin ich. So, ne? Also wenn es da nicht genauso Schubladen gäbe, irgendwie wenn das durchmischt, da wären es zum Beispiel, wenn sich die Royal Shakespeare Company anguckt, ist überhaupt kein Problem. Ne? Also Hautfarbe ist überhaupt kein Problem. Geschlecht ist auch kein Problem. Natürlich kann ich als Frau Männerrollen spielen. Klar, irgendwie, das ist ja, wir wissen doch, das ist nicht echt. Also das Publikum ist doch nicht blöd. Also eine andere Sache, ja, alle sind heute immer mit irgendwie diesen tollen, ich habe auch ein MacBook Air zu Hause. Ich habe es aber nicht mitgebracht, weil das gleichzeitig mein Computer ist, auf dem ich alles schreibe. Ich dachte, oh Gott, wenn der jetzt hier kaputt geht, dann habe ich danach ein Problem. Produktionsmittel sind ein ganz wichtiges, also und da müssen wir auch drüber reden, denn ich bin ja sehr für Handys, weil die ganz viele Produktionsmittel unglaublich demokratisieren. Ich kann damit Tonaufnahmen machen, die radiotauglich sind. Also die Einstiegsgrenzen in ganz viele Berufe für Frauen. Ich weiß noch, in den 80er Jahren hatten immer die Jungs die Stereoanlagen und wir saßen dann daneben. So, und irgendwie, und deshalb waren die Jungs auch immer die, die sich mit Musik auskannten, dann irgendwie Musikjournalisten bei der Spex wurden. Jetzt sind ganz viele Freundinnen von mir zur Spex gegangen, jetzt macht die Spex so. Das liegt nicht daran, das liegt an anderen Marktmechanismen. Aber ne, der tatsächlich irgendwie technische Mittel irgendwie um, also, oder auch, dass mein Sohn kam jetzt zu mir und sagte, ach, ich möchte gerne einen Schauspielkurs machen, irgendwie, find doch mal einen Kurs für mich. Also all diese Dinge, diese Selbstverständlichkeit des Zugangs dazu, das ist etwas, was mir, also ich habe ja genauso Geld gehabt, zur Verfügung gehabt, aber ich weiß, es gab eine unglaubliche Scham, die immer damit verbunden wäre, viel Geld für mich auszugeben. Unterm Strich, was ich für Kleidung und Schnickschnack ausgegeben habe, ist wahrscheinlich auf selber rausgekommen, aber die Scham, das Geld in irgendwas Technisches reinzustecken, irre, ne? Also deshalb, Produktionsmittel sind eine ganz wichtige Sache. Die andere Sache zu denen, es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit anonymisierten Bewerbungen, ist eine ganz wichtige, ganz gute Sache. Das Problem ist nur, ich habe mich noch nirgendwo jemals beworben. Ich habe mich mal im Praktikum beworben, das ist richtig. Aber ansonsten, ich habe mich noch nirgendwo beworben, weil ich automatisch nicht gedacht hatte, dass ich in das Raster reinpassen könnte. Auch das sind ganz wichtige Dinge. Also, dass wir auch dabei ansetzen müssen, dass wir Leute ermutigen, zu sagen, was könnte etwas tatsächlich für dich sein? Und wir erreichen diese Leute nicht. Also die Leute, die wir am meisten fördern müssen, sind die, die für uns am schwierigsten zu erreichen sind. Das ist ja auch das Gemeine an diesen Feedback-Loops. Ich wollte über positive Dinge sprechen. Verdammt! Also, ich möchte damit aufhören. Also es ist tatsächlich so, es wird besser und einer der Gründe, dass es besser wird, irgendwie, oder einer der Indikatoren dafür, dass es besser wird, Geld, müssen wir Geld reden. Eine der Indikatoren dafür, dass es besser wird, ist, dass wir hier reden und uns darüber beschweren. In den 70er Jahren, da man eine Umfrage gemacht hat, irgendwie bei Frauen, haben sie das Gefühl, sie werden aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert, hätten, ich glaube, 80-90%, es gab Umfragen, hätten sich gewundert darüber, ne, was das für eine Frage ist. Heute ist es umgekehrt proportional. Das liegt nicht daran, dass es jetzt so viel mehr Diskriminierung gibt, sondern dass wir uns nicht mehr damit selbstverständlich zufrieden geben. Und das ist ein gutes Zeichen. Also halt auch sogar, dass wir es merken, dass es wehtut, dass wir es nicht als selbstverständlich nehmen, ist ein gutes Zeichen. So irgendwie, dass hier Sachen neu und neu gesellschaftlich verhandelt werden. Und das dürfen wir immer nicht vergessen, weil sonst haben wir das Gefühl, mein Gott, wir kämpfen seit so vielen Jahren, es bewegt sich ganz, ganz viel. Und wir sind das Ergebnis davon. Und dass wir es halt eben nochmal weitermachen wollen. Und damit wir dann nicht nur für uns, sondern für eine größere Diversität überhaupt kämpfen können. Vielen
Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Mitu. Lebensrealitäten verändern, das finde ich total richtig, das finde ich total gut. Und auch sozusagen den Punkt, den du auch gerne noch weiter hättest ausführen wollen mit der Förderung, den finde ich auch wahnsinnig wichtig. Im Anbetracht der Zeit, du hast sehr viele Dinge, auf die ich eingehen wollte, eigentlich auch schon gesagt. Insofern, und in Anbetracht der Zeit, ich nehme mich zurück und ich möchte Sie sprechen lassen. Ich ändere jetzt kurzfristig den Programmpunkt, dass wir uns unterhalten und wir unterhalten uns jetzt gemeinsam, bitte. Also Fragen gerne jetzt. Wir können noch kurz durchatmen. Bitte. Hi, ich bin Marie Johansen, ich bin Dramaturgin in Neuss und vielen, 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 vielen Dank für diesen wahnsinnig inspirierenden Vortrag. Ich glaube, ich spreche da im Namen von allen, die hier sitzen. Super. Sprich ruhig weiter. Sehr gut, ich habe hier noch viele Komplimente. Einerseits, also eigentlich wollte ich vor allem bestärken, was Sie gesagt hatten zum Thema Förderung. Ich hatte das Glück, dass ich gefördert wurde von ein paar tollen Dramaturginnen, die mir gesagt haben, pass auf, ich möchte, dass du das auch weitergibst. Dass du, wenn du mal irgendwann Dramaturgin bist, juhu, dass du dann auch wieder deine Hospitantinnen und deine FSJlerinnen förderst und Praktikantinnen. Und ich glaube, das finde ich total wichtig und ich versuche das jeden Tag, das auch wieder weiterzugeben. Die jungen Leute, auch die Schülerpraktikantinnen, die mit großen Augen ans Theater gehen und noch glauben, das ist alles möglich. Ja, lasst uns gegenseitig feiern und supporten und ich finde es super, dass wir hier das alles versuchen. Und da einfach nochmal die große Unterstützung in dem, was Sie da jetzt gerade nochmal versucht haben zu vermitteln. Yes. Absolut, absolut. Und das sind wirklich, und das verändert wirklich, weil ich kann mich an mein erstes Praktikum beim WDR erinnern, dann bin ich einmal durch den Gang gegangen, um mich überall mal bei allen vorzustellen und da gab es Leute, die gesagt haben, ach, ich merke mir ihren Namen gar nicht, sie sind ja eh einen Monat wieder weg, irgendwie, das lohnt sich für mich nicht. Und ich dachte, okay, ist richtig, aber musst du mir das jetzt wirklich sagen? Und das ändert auch etwas in deinem Kopf, also ich weiß, irgendwann hat mich da mal mein Chef angesprochen und meinte, Sie kommen nie zu meinen Redaktionssitzungen. Und ich war wirklich verblüfft, weil ich dachte, der will mich gar nicht dabei haben. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, dahin zu gehen. So, weil das so meine Anfangserfahrung war. Mir hat auch niemand gesagt, dass es die gab. Das kommt nochmal dazu. Weil sich niemand, es ist ja anstrengend, ne? Also es ist ja eben nicht im Ablauf mit eingeplant. Da muss sich jemand hinsetzen und damit reden und irgendwie, man muss auf die Ideen überhaupt erst kommen. Ganz vieles ist ja gar nicht mal böser Wille, sondern man denkt nicht drüber nach. Deshalb, ja genau, das, was wir bekommen, ist immer auch unsere Aufgabe, es weiterzugeben. Weitere Anmerkungen, Fragen? Ich habe gelernt zu warten dann kurz. Bitte, es hat funktioniert. Mein Name ist Joachim Geister. Ich war Fahrer von Ilse Storb. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe ihr Buch, Das unbekannte Geschlecht, habe ich gelesen und war begeistert und habe festgestellt, Sie haben etwas indische Wurzeln. Und da habe ich eine Frage. Die Ilse Storb, Frau Professorin, ist eine Powerfrau. Da war ich mal Fahrer bei ihr und Anfang Juni hat sie eine Inderin eingeladen, eine Tänzerin. Sie hat seit 50 Jahren, ich habe den Namen leider vergessen, und zum Schluss sagte sie, die Araber haben im 13. Jahrhundert 1400 oder 14.000 Tänzerinnen mitgenommen und versklavt. Frage, wie viel waren das? War das 14.000 oder? Also Sie fragen die indische Spezialistin, dass sie darauf antwortet. Mitu, ich bin gespannt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das ist natürlich auch mal, wer die Geschichte schreibt, nicht die Geschichte schreibt. Also was man dazu fairerweise sagen muss, die Araber waren unsere lieberen Kolonialherren. Die Engländer haben wir mehr gehasst. Ich sage hier völligen Blödsinn. Ich bin total kalt erwischt. Ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen. Zwei Wortmeldungen gerne hier vorne und dann. Ich möchte noch mal eine Lanze brechen für die 10 Preisträgerinnen des Ingeborg-Bachmann-Preises, weil wenn wir sozusagen die Frauen nicht preisen, die es innerhalb der Struktur jetzt geschafft haben, dann fehlen uns natürlich auch die positiven Vorbilder.
Von daher bin ich sehr für diese Preise. Vielleicht noch mal kurz zum Ingeborg-Bachmann-Preis. Also ja, und es würde, wie gesagt, er ist nach Ingeborg-Bachmann benannt und irgendwie kann man aber trotzdem durchzählen. Das ist richtig, aber gleichzeitig, also mein Herz schlägt dafür und gerade in der Literatur ist es so, wir tun immer so, als gäbe es in Deutschland keine Literaturförderung. Das ist aber eine Lüge. Die Literaturförderung sind die Literaturpreise. Und da haben wir aber keine Verantwortung für. Wir sagen nicht, es ist Förderung, sondern wir preisen die besonders Guten. Das heißt, keiner ist eine Rechenschaft schuldig. Und das ist ein Problem, ne? Also das ist ein Widerspruch. Und ich fände es ganz wichtig, tatsächlich sowas wie mehr, also es gibt Erstlingspreise, gibt es ein paar, aber vielleicht auch für das zweite Buch, über sowas wie Altersbegrenzungen nachzudenken. Das ist nämlich ganz interessant. Wen schließen wir mit Altersbegrenzungen aus? Das sind Leute, die eben zum Beispiel klassisch bildungsferner sind, ne? Also die es vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg gemacht haben und es länger gedauert hat, bis sie ihren ersten Roman schreiben konnten. Das sind Leute, die Kinder bekommen haben und Kinder irgendwie, also das wird ja manchmal ein bisschen mit eingerechnet. Also aber da schließen wir halt genau die Leute aus, die es am dringendsten brauchen. Also deshalb, das wäre meine Baustelle. Natürlich habe ich nichts dagegen und das ist auch interessant. Bei jeder Buchmesse lege ich mir immer die ganzen Literaturbeilagen hin und zähle einmal durch, wie viele Bücher von Frauen besprochen werden und also Bücher, die Frauen geschrieben haben, wie viele Rezensentinnen weiblich sind. Und es ist immer erschreckend, irgendwie prozentual, wenn man es damit vergleicht, dass mehr Frauen lesen und mehr Frauen Bücher schreiben. Also dass es in keinem Verhältnis zueinander steht. Absolut. Die dritte Sache, und deshalb hatte ich mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, wir tun immer so, als wäre das ein nicht-hierarchisches Feld. Ne? Also wir duzen uns alle, genauso im Theater, alle duzen sich, alle mögen, alle sind ja eigentlich miteinander befreundet. Es sind aber hochhierarchische Strukturen. Wir tun immer so, als wären die Leute, die oben in den Hierarchien sind, da, weil sie besonders gut sind. Und wir machen auch das nicht sichtbar. Irgendwie, wie kommt man da hoch? Und die Leute, die Strukturen nicht kennen und die nicht wissen, wie bewegen sie sich in solchen Strukturen, werden es niemals lernen können, weil wir es unsichtbar machen. Also das ist, glaube ich, das, weshalb ich da so dran, wir müssen aber unten ansetzen. Können wir auch oben ansetzen, absolut. Das finde ich total interessant, dass du sagst, dass man die Altersgrenzen aufhebt, ne? Weil natürlich jemand, der kulturwissenschaftliches Studium macht und gleichzeitig arbeiten muss und dann über viele Jahre arbeiten muss und einfach den Background nicht hat, beziehungsweise nur den Background von BAföG, wird natürlich ihr Studium später abschließen. Das heißt, man schließt das dann mit 28, 29 ab und mit 30 kriegt man offiziell halt irgendwie noch Förderung für eine DIS beispielsweise und sowas fällt dann halt weg, bis man sich orientiert hat, hat man halt diese Grenze überschritten. Um nochmal die Wolte zum Theater zu machen oder jetzt beispielsweise, was jetzt durch die Presse ging, dass jetzt Karlsruhe im Schauspielbereich ausschließlich weiblich besetzt, also die Leitung des Schauspielbereichs ist weiblich, die Menschen, die dann dort arbeiten werden, sind Frauen und natürlich, das ist wahnsinnig gut, dass das passiert. Gleichzeitig gibt es dann natürlich, es gibt immer noch den Generalintendanten, von dem man vielleicht dann glaubt, das ist ein großer Marketing-Gag, mag ich mal so unterstellen. So, aber nichtsdestotrotz ist es total wichtig, das zu machen und damit dann halt irgendwie so ein Statement zu setzen. Und da werden dann wieder Frauen im Mittelbau, Regie dann auch nochmal gestärkt. Das ist dann nicht Karin Bayer, das ist nicht Claudia Bauer, das sind nicht die großen Großverdienerinnen Frauen, die dann da inszenieren, sondern das geht dann durch die Bank durch und auch Jüngere kommen dann dort zum Zug und können ausprobieren und können sozusagen dadurch nochmal gestärkt werden und so, Punkt. Da hinten war noch eine Wortmeldung. Ja, Weiß. Danke erstmal für den Wirbelsturm, genau das Richtige für diese Uhrzeit. Es gibt ja jetzt wahnsinnig viele Punkte, die man, glaube ich, noch, also die ich jetzt gerne noch weiter besprechen würde, aber ich dachte, ich nutze vielleicht nochmal die Gelegenheit, weil du über die freie Szene gesprochen hast, ganz kurz, als sozusagen vielleicht ein empowerndes Beispiel. Das klang ja jetzt heute und gestern hier immer nur sehr selten an. Und ist auch, glaube ich, ambivalent. Also ich frage mich wirklich, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, die freie Szene als so eine Art empowerndes Beispiel Richtung Stadttheaterbetrieb mal hier ins Spiel zu bringen, weil da eben schon so wahnsinnig viel irgendwie so ganz gut aussieht für uns Frauen. Und andererseits haben wir ja auch davor gehört, dass das eben, wenn man sich die Statistiken und die Förderung genau anguckt, dann auch nicht mehr ganz so stimmt. Und wenn man sich die prekären Arbeitsverhältnisse anguckt, dann ist es ganz bestimmt so, dass da die Frauen ganz besonders gut bei wegkommen. Deshalb, also mich würde einfach interessieren, ob du dazu noch ein bisschen mehr sagen könntest. Du hast es nur ganz kurz erwähnt und genau,
was ihr beiden, ob das jetzt ein Moment sein könnte, darauf nochmal einzugehen im Zusammenhang mit dem ganzen Gespräch. Ja, ich glaube, das ist, ich weiß, also ne, du sagst das ja schon selbst, so, die Zahlen, die Förderungszahlen erzählen was anderes, auch wenn sozusagen, wenn relativ viele Frauen dann im freien Bereich gefördert werden. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, außer ja, das ist so und da tut sich was und das ist auch gut, dass die freie Struktur weiter gefördert wird. Gerne. Toll. Das sollen die Leute, die was dazu zu sagen haben. Also du könntest auch ganz viel dazu sagen. Ich wollte nur ganz kurz, also ich will das Thema nicht aufmachen. Wir freuen uns natürlich, wenn mehr darüber gesprochen wird. Ich wollte nur ankündigen, dass wir gerade versuchen, nochmal statistisch anders zu arbeiten. Also weil es immer sozusagen viel ja auf so einem diffusen Gefühl beruht von einem anderen System oder von den Einzelfällen, die man kennt und wo man das beobachten kann und man eigentlich viel zu wenig in konkreten Zahlen weiß. Und es gibt jetzt mit dem Projektbüro vom Deutschen Kulturrat für Kultur und Medien gibt es jetzt den ersten Plan, eine nächste Veröffentlichung ganz konkret zu machen, jetzt auch nicht zur freien Szene, aber zu dem Bereich der selbstständig Tätigen, also dass man da auch nochmal das klarer getrennt voneinander hat. Und wir versuchen insgesamt sozusagen dem Plan nachzugehen, dass man gerade die Gender-Fragen halt auch nochmal einfach anders statistisch nachweisen kann. Das wird wahrscheinlich alles erst so im Laufe 2019 wirklich erscheinen. Das ist halt auch tatsächlich der Punkt, dass sich viel in der freien Szene dieser intersektionale Ansatz so eine Dimension auch bekommt in dieser Gemeinsamkeit, dass viele dieser klassischen Vergleichszahlen aus der, sagen wir mal jetzt nur feministischen Forschung sogar nicht vorliegen. Insofern gar nicht, dass ich es nicht als Thema haben möchte, nur als Hinweis darauf, dass dann tatsächlich, um den sauberen Vergleich machen zu können, noch ein paar Zahlen fehlen. Ja, total. Ja, aber es ist super, dass das dann passiert, ja. Also manchmal, und da weiß ich nicht, ich möchte jetzt wirklich ins absolut Unreine sprechen. Es ist mir auch ganz peinlich und wahrscheinlich erzähle ich Blödsinn, dann müsst ihr mir alle widersprechen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es tut auch manchmal ganz gut, wenn es nicht so viel Geld gibt. Also zwar nicht im Sinne von irgendwie, ach, arbeitet doch alle in der Selbstausbeutung, sondern ich finde, wir müssen über Minimaleinkommen reden, wir müssen über Maximaleinkommen reden. Und beides irgendwie sind wichtige Themen. Und es ging eben mal um den Geniekult, ne? Dieses irgendwie, ach, die Genialen irgendwie. Und der ist ja auch sehr unterschiedlich geschlechterspezifisch kodiert. Und das merken wir ja ganz, ganz, also gerade das Beispiel Karen Bayer. Und man denkt so irgendwie, dass darauf hier ganz anders projiziert wird, als jetzt auf irgendwelche Genie-Männer irgendwie. Und das irgendwie, dass wir auch mit Männern, die in Führungspositionen sind und unfreundlich sind, das liegt daran, dass er so toll ist, dass er so genial ist, während irgendwie bei Frauen ja, sie ist irgendwie zwar gut darin, aber dafür fehlt ihr etwas anderes. Ne? Dafür ist sie, also du bist erfolgreich, aber einsam. Ne? Also all diese Dinge, die wir, so habe ich übrigens noch, ich musste mal meinen Logikschein machen und da muss man irgendwie die Verknüpfung aber lernen und irgendwie da was, sie ist erfolgreich, aber einsam. Denkst du, ich möchte gehen. Warum bringt ihr mir das bei? Solche Dinge, ne, die also eindeutig miteinander verknüpft sind und ich glaube schon auch, dass es gleichzeitig nicht gut für uns ist. Also dass irgendwie, wenn wir, also auch diese, was wir mit dem Begriff Künstler, Künstlerin verbinden, dass es nicht gut für uns ist, dass es nicht gut ist in dem, was es mit uns macht. Also das, und deshalb fand ich das so charmant, der Gedanke, ach, wir kriegen alle dasselbe Einkommen und dann gibt es finanzielle Anreize, da würde ich total gern weiterdenken und weiterreden. Und ich meine, das ist nicht realistisch, ja, und da müssen wir halt utopisch sprechen. Da müssen wir halt auch darüber nachdenken, denn das würde auch etwas verändern. Was möchte ich denn wirklich machen? Oder möchte ich es nur machen, weil es gut bezahlt ist? Ne? Und wie fühle ich mich mitverantwortlich für das Produkt, was dabei rauskommt? Und das, all die Menschen, die hier arbeiten, arbeiten ja alle mit großer Liebe daran. Also alle Leute, die in irgendeiner Form am Theater arbeiten. Ich kenne Leute, die Techniker sind, die irgendwie trotzdem ein tiefes Gefühl von Identifizierung davon haben. Das ist teilweise mit den Verträgen, deckt sich das nicht unbedingt. Auch die ganzen Leute, die freiberuflich beim WDR arbeiten, irgendwie machen das mit einer Hyperidentifizierung und dann sagt ihnen der WDR, wir werden jetzt irgendwie im nächsten Jahr mal ein Drittel von euch wegrationalisieren. So. Ja, bei den festen Freien geht das ja auch immer sehr schnell. Genau. Gut. Dann würde ich fast pünktlich dieses Podium beenden. Liebe Mitu, ich danke dir sehr für den großen Input. Und gleich folgt das nach einer kurzen Pause das letzte
letzte Podium, sehe ich das richtig? Ja. Das letzte Podium, eindeutig. Genau. Gut, vielen Dank.